Hallo und herzlich willkommen zu den aktuellen Nachrichten des Tages. Es gibt aktuelle Zahlen zu den Kosten der offiziellen Corona-Warn-App. Rund 130 Millionen Euro an Kosten seien bislang aufgelaufen. Für Entwicklung, Weiterentwicklung und Betrieb durch die Unternehmen SAP und T-Systems fielen 2020 und 2021 116,3 Millionen Euro an, wie die Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion antwortete. Für Werbung für die App entstanden beim Bundespresseamt Kosten von 13,7 Millionen Euro und für digitale Werbung beim Bundesgesundheitsministerium von 71.000 Euro. Die monatlichen Betriebskosten lagen der Regierung zufolge im vergangenen Jahr bei durchschnittlich 3,94 Millionen Euro. Laut einer Prognose sollen es für das Jahr 2022 im Schnitt rund 2,6 Millionen Euro sein. Die Warn-App für Smartphones war im Juni 2020 gestartet und wurde nach Angaben des Robert-Koch-Instituts mittlerweile 40,7 Millionen Mal heruntergeladen. Sie soll dazu beitragen, Infektionsketten einzudämmen. Die Stadtwerke Frankfurt richten eine Baustelle für eine sichere Wärmeversorgung im Thomas-Münzer-Hof ein. Zur Einrichtung der Baustelle und Freilegung der Deckenplatten des unterirdischen begehbaren Betonkanals ist die Fällung von Bäumen im unmittelbaren Umfeld des insgesamt 830 Meter langen Bauwerks erforderlich. Der Baubereich erstreckt sich von der Kleiststraße 5 bis zur Franz-Mehring-Straße 19. Die Arbeiten werden bis zum 28. Februar durchgeführt sein. Im Frühsommer werden die Bauarbeiten für den neuen und verbesserten Hochwasserschutz im Stadtgebiet beginnen. Dabei werden die Uferwand und die Uferpromenade samt Römertreppe vollständig neu gestaltet. Um die Arbeiten vorzubereiten, sind im Februar bereits Baumfällarbeiten erforderlich. Nach Fertigstellung der Promenade werden auf Höhe der Ziegelstraße 19 Bäume neu gepflanzt. Die Bauarbeiten zum verbesserten Hochwasserschutz werden Mitte Mai beginnen. Es ist mit einer Bauzeit von 22 Monaten zu rechnen. In dieser Zeit wird die Uferpromenade im Abschnitt der Konzerthalle größtenteils nicht benutzbar sein. Zudem wird es Einschränkungen im Bereich von der Musikschule bis hin zum alten Speichergebäude und nördlich davon geben. Für diese Hochwasserschutzmaßnahmen werden insgesamt über 12 Millionen Euro vom Land investiert. Der Hochwasserschutz der Stadt Frankfurt-Oder ist seit jeher ein wichtiges Thema. Nun wird für ca. 12,6 Millionen Euro die Hochwasserschutzanlage zwischen der Ziegelstraße und dem Holzmarkt erneuert und für ein 200-jähriges Hochwasser ausgebaut. Finanziert wird das Projekt über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und aus Landesmitteln. Bereits im Jahr 2017 wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die das Landesumweltamt durchführte. Im Rahmen der Studie und bei den weiteren Planungen ergab sich zum Beispiel, dass die Spundwände im Bereich der Ziegelstraße starke Korrosionserscheinungen aufweisen. Katrin Blume, Sachbearbeiterin des Landesamtes für Umwelt, erklärt uns, was an den Spundwänden für Mängel festgestellt wurden. Wir haben festgestellt, dass dort nur noch ungefähr die Hälfte von der Dicke, also es waren mal 10 mm und jetzt sind es nur noch 4 bis 5 mm vorhanden ist und damit einfach die Gefahr besteht, dass die Spundwand komplett durchrostet und dann ihren Dienst versagt. Somit werden die Spundwände auf Höhe der Ziegelstraße auch den ersten Bauabschnitt darstellen, der im Rahmen des Projektes umgesetzt wird. Baubeginn soll das erste Quartal 2022 sein. Hierbei wird im Bereich der Ziegelstraße auch keine Sanierung erfolgen, sondern ein sogenannter Ersatzneubau, da eine Sanierung nicht möglich ist. Im Zuge der Umbaumaßnahmen übernimmt das Landesumweltamt alle Bauplanungen, die bei solchen Ausbauten vonnöten sind. Hierbei ergibt sich für das Umweltamt aber eine Besonderheit. Wir dürfen nicht nur Hochwasserschutz machen an dieser Stelle. Das, was wir sonst bauen, wir Deiche, bauen wir Hochwasserschutzanlagen. Hier dürfen wir aber auch städtebaulich tätig werden. Und da hat sich das angeboten, sozusagen diesen Treppenbereich mit einzuschließen und auch den mit ins Projekt aufzunehmen. Denn auch die Römertreppe ist Bestandteil des Projektes. Gemeinsam mit dem Bereich Stadtplanung der Stadt Frankfurt-Oder wurde die Oberflächengestaltung der zukünftigen Hochwasserschutzanlagen geplant. Anja Becker, tätig im Bereich der Stadtplanung, erklärt uns, was sich an der Promenade entlang der Oder für die Bürger verändern soll und was sich die Städteplaner vorgenommen haben.
Also die Grundvorstellung der Planer natürlich ist, dass man die Stadt wieder zur Oder öffnet, an den Stellen, wo es geht, dass man diese harte Uferlinie, die derzeit besteht durch die Mauer, dass die durchbrochen wird an den Stellen durch Aussichtspunkte. Viele Frankfurter kennen ja schon die Planung, dass man Balkone auf die Mauer setzt, um die Oder und auch die Nachbarstadt erlebbar zu machen. Und dass man die Römertreppe größer macht, opulenter, mit mehr Sitzmöglichkeiten und sie erlebbarer macht. Und auch mit dem Staatsorchester wurde intensiv zusammengearbeitet vom Landesumweltamt, welche Bedürfnisse da sind, um das richtig zu nutzen. Da sollen 300 Zuschauer hin und das kann auch für andere Veranstaltungen in der Stadt genutzt werden. Neben der visuellen Öffnung der Betonmauern Richtung Oder soll es auch verschiedene Attraktionen für Kinder geben. Und auch ein aufwendiges Beleuchtungskonzept wurde erarbeitet, um die Promenade auch in den Abendstunden nicht nur attraktiver, sondern auch sicherer zu gestalten. Zu einem guten Hochwasserschutz gehören aber nicht nur stabile Hochwasserschutzanlagen, sondern auch ein guter Katastrophenschutz. Hat doch die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gezeigt, wie wichtig auch in die Jahre gekommene Warnsysteme wie Sirenen noch immer sind. Jens-Marcel Ulrich, Beigeordneter für Jugend, Soziales und Gesundheit, ist auch bestens vertraut mit der Ausstattung des Katastrophenschutzes und sieht die Stadt auf etwaige Hochwasser gut vorbereitet. Ich kann hier also nur sagen, unser Meldesystem funktioniert, unsere Regionalleitstelle ist gut aufgestellt, verfügt über modernste Technik. Auch die Kameradinnen und Kameraden haben entsprechende Geräte, um alarmiert zu werden. Und vielleicht sehe ich noch einen Bedarf bei der Bevölkerung, sich entsprechend auszurüsten mit Warn-Apps, die es ja für jedermann kostenlos gibt. Also da gibt es verschiedene, meine Pegel, die Ninja-Warn-App und so weiter, sodass man also einen gewissen Vorlauf hat. Und daran hat es ja ein Stück weit gemangelt in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz, dass also Warnungen, die der Deutsche Wetterdienst ja schon ausgesprochen hat, denn doch nicht so transportiert wurden, wie es hätte vielleicht ernsthaft getan werden müssen. Sorgen vor Flutkatastrophen wie im Westen Deutschlands müsse man sich gemessen an der Topografie hier in der Region nicht machen, betont Jens-Marcel Ulrich. Wenngleich es auch in Frankfurt noch Überflutungsgebiete gibt, die bei Starkregenereignissen zu Problemen führen können. Es gibt auch die eine oder andere Ecke in Frankfurt, oder die stärker betroffen wäre, wo dann gelten würde, besondere Sicherung vorzunehmen. Aber sollten solche Massen, wie das kürzlich eben in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen niedergehen, dann würde auch in Frankfurt oder das eine oder andere natürlich an Katastrophe zu verzeichnen sein, mit der wir jetzt erstmal so nicht umgehen könnten. Vor dem Hintergrund, dass natürlich alle unsere Leitungsnetze und unser Abwassernetz für solche Naturkatastrophen nicht ausgelegt sind und wir dann tatsächlich überlegen müssten, welche Sicherungsmaßnahmen an welcher Stelle vor. Eine Lösung des Problems wäre die komplette Sanierung des Abwassernetzes, welches aufgrund der schieren Größe aber wenig realistisch scheint. Somit liegt der Fokus mehr auf alternativen Sicherungssystemen, die in der Stadt aufgrund der Hochwasservergangenheit aber vorhanden sind. Der Hochwasserschutz steht mehr denn je wieder im Fokus der Bevölkerung und es bleibt abzuwarten, welche Investitionen noch getätigt werden müssen, um Städte in Hochwassergebieten wie Frankfurt-Oder besser zu schützen. Es gibt in der Stadt Frankfurt eine Telefonnummer, die ausschließlich Hilfsangebote für Frankfurter in Quarantäne koordiniert. Die Stadt möchte darauf hinweisen, dass unter der Telefonnummer 0159 0677 9608 ausschließlich über das Hilfsangebot gesprochen werden kann. Beratungen zu Details der aktuellen Verordnungslage oder zur Umsetzung von Quarantäneweisungen können die Ehrenamtlichen nicht bieten. Covid-19-bezogene Anliegen sind unter der Nummer 0331 866 5050 an das eigens vom Land Brandenburg geschaffene Bürgertelefon zu richten. Eine Übersicht an Informationen bietet zudem die Webseite www.corona.brandenburg.de. Seit dem 1. Januar gilt in Deutschland eine erweiterte Einwegpfandpflicht. Demnach müssen Verbraucher nun für fast alle Getränke in Einwegverpackungen 25 Cent Pfand bezahlen. Noch bis Mitte des Jahres gilt eine Übergangsfrist und der Handel darf Restbestände ohne Pfand verkaufen. Auf welche Verpackungen nun Einwegpfand erhoben wird, muss selbst entdeckt werden. Verbraucher sollten daher Einwegkunststoffflaschen oder Dosen auf das Pfandlogo hin prüfen. Dieses
findet sich meist auf der Verpackungsrückseite. Auch am Regal muss ein Hinweis auf Einweg oder Mehrweg stehen. So müssen Verbraucher nun auch für Obstsmoothies, reine Frucht- oder Gemüsesäfte oder Nektar in Einweg-Kunststoffflaschen sowie Sekt, Prosecco, Wein oder Mischgetränke in Dosen 25 Cent Einwegpfand bezahlen. Die Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg lobt den Brandenburger Naturschutzpreis 2022 aus. Bis zum 29. April können Vorschläge oder Bewerbungen bei der Stiftung eingereicht werden. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld in Höhe von insgesamt 4.000 Euro dotiert. Mit dem Naturschutzpreis möchte die Stiftung jedes Jahr richtungsweisende Leistungen im Bereich des Naturschutzes auszeichnen. Darüber hinaus prämiert die Stiftung auch wissenschaftliche, planerische oder wirtschaftliche Leistungen. Weitere Informationen gibt es unter www.naturschutzfonds.de. Ja, soweit die aktuellen Meldungen des Tages.